Thema Naturköderangeln spielt natürlich in Island eine große Rolle, weil Steinbeißerbestände, da träumt jeder Norweger von. Wie man sich ganz einfach, ganz fix ein super Naturködervorfach bindet, zeige ich euch mal eben. Alles, was man an Material braucht, ist amtliche Mono, in dem Fall 1,2 mm. Ebenfalls amtlich dickdrähtiger Einzelhaken, natürlich scharf, weil bei den Kieferplatten muss man ordentliches Gerät haben und richtig dazwischen bremsen. Wer möchte, als Garnierung ein kleiner Leuchtoktopus, der vor dem Fetzen hängt. Und um das Ganze an der Montage zu befestigen, ein stabiler Tönchenwirbel, um es oben an die Hauptschnur zu machen. Und unten ein Karabiner, wo später Pilker oder ein Blei eingehangen wird. An Werkzeug habe ich zwei Sachen. Eine Zange, um später alles festzuziehen. Und hier ist netterweise gleich ein kleiner Seitenschneider dran, zum Schneiden der Schnur. Und Feuerzeug, um das Schnurende nachher anzuschmelzen, werdet ihr gleich sehen. Ja, zum Anfang zieht man sich natürlich erstmal ein bisschen Schnur ab. Und ich beginne meist mit dem unteren Ende der Montage, sprich mit dem Karabinerwirbel. Da sich 1,2 mm starkes Monofil natürlich nicht so einfach knoten lässt, gibt es da Spezialknoten. Ich benutze den Fett Mono-Knot. Wer ihn nicht kennt, in der Blinker Knotenfibel einfach nachzulesen, gibt es auch online zum Download. Absolut kein Problem. Der Knoten an sich gehört so ziemlich zum einfachsten, was ich kenne. Ich habe jetzt schon einmal durchgefädelt. Das Ganze mache ich nochmal. So, dann habe ich quasi einfach meine Schnur zweimal durchs Öhr vom Wirbel gefädelt. Jetzt gehe ich mit dem kurzen Ende einmal oben um die Hauptschnur rum und von unten durch das entstandene Auge. Halte das Ganze fest, bisschen befeuchten und ziehe das jetzt nach und nach zusammen. So. Da kann man ruhig ordentlich dran ziehen, weil bis sich der Knoten zusammenzieht bei dem steifen Zeug, dauert es ein bisschen, aber sieht dann ungefähr so aus. Zur Sicherheit kommt nochmal die Zange zum Einsatz fürs kurze Ende. So, der sitzt. Wunderbar. Und um auf Nummer sicher zu gehen, knebt sich das Ende jetzt ungefähr einen Zentimeter überstehend ab. Und schmelze mit dem Feuerzeug so einen kleinen Knubbel hier ans Ende. Sollte wieder erwarten der Knoten rutschen, hört es spätestens am Knubbel auf und der Fisch geht nicht verloren. Einfach, schnell, super Knoten. Nächster Schritt, der Seitenarm. Ganz normale Springerschlaufe. Muss man sich ungefähr abmessen, also wir bleiben ungefähr so 40-50 cm, wollen wir den Seitenarm über dem Grund haben. Dementsprechend nehmen wir uns die Schnur, bilden ein großes Auge und winden dann einfach hier zwei, dreimal rum und ziehen dann die große Schlaufe hier durch. Wer es nicht kennt, ebenfalls findet den Knoten in der Knotenfibel. So, das sieht dann ungefähr so aus. Form richtig festziehen natürlich. Bisschen befeuchten. So. Wunderbar. Jetzt haben wir ungefähr 50 cm hier. Unten später das Blei. Hier ist unser Seitenarm. Auf den zur Garnierung schieben wir unseren Oktopus. Geht ganz leicht. Die sind innen hohl, haben vorne ein Loch. Zack, durch. Und der Haken wird ebenso einfach eingeschlauft, indem man einmal die Schlaufe zusammennimmt, durchs Hakenöhr schiebt und den Haken einmal hindurch und das Ganze festzieht. Fertig. Mehr passiert damit nichts. Falls der Haken mal stumpf wird oder man auf einen größeren oder kleinen wechseln will, kann man ihn einfach wieder abschieben. Super simpel, super schnell gemacht. Kleiner Tipp noch, wer mit diesen Oktopussen arbeitet. Die haben normalerweise Fransen, die ungefähr doppelt so lang sind.
hängen natürlich dementsprechend lang hinten über. Führt häufig zu Fehlbissen, deswegen einfach auf die Hälfte kürzen. Dann muss der Fisch, wenn er den Köder will, rüberbeißen und hängt meistens besser. So. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich der Abschluss, sprich die Verbindung zur Hauptschnur. Da nehme ich, wie gesagt, gern auch ein bisschen länger, je nachdem. Kann ein guter Meter sein. Abzwicken. Und hier wird wieder der Fett Mononaut benutzt, um einen Wirbel anzuknoten. So, festziehen. Nochmal sichern. Kurz trimmen. Das Ende wieder ankokeln. So. So sieht das Ganze dann aus. Und die gesamte Montage. Hier oben kommt die Hauptschnur ran. Dann folgt lange nichts. Dann kommt der Seitenarm. Und hier unten, wie bereits erwähnt, zum Beispiel so ein Klopfblei oder ein Pilker als Beschwerung. Und am Grund steht das Ganze dann so. Man schleift das eigentlich im Prinzip nur hinterm Boot hinterher. Auf den Einzelhaken kommen hier noch ein paar Fetzen drauf. Und das flattert dann Pi mal Daumen, je nachdem, welchen Winkel man dann hat, zwischen 30 und 40 cm über dem Grund. Perfekt.